Moin und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt, denn wir spielen hier heute die Demo von Metal Hellsinger, die ist ja gerade Anfang November 2023 auf Steam verfügbar. Ich bin schon gespannt, ich habe das Spiel schon bei einigen Leuten gesehen, unter anderem auch bei Hand of Blood, das war ziemlich amüsant bei ihm. Und ich bin relativ gespannt, wie das Spiel so ist, denn es ist nämlich hier tatsächlich wohl eine Art Rhythmus-Ego-Shooter, das heißt, man muss da wohl im Takt der entsprechenden Musik dort die Gegner besiegen. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir gucken uns hier nochmal ganz kurz den Text hier an. Was steht denn hier? Metzle im Takt von Metal und Vergeltung auf einer infernalen Reise durch die acht Höllen. Lehre sie, den Beat zu fürchten. Metal Hellsinger ist ein Rhythmus-Ego-Shooter zum Bersten gefüllt mit Dämonen, krassen Waffen und Heavy Metal. Klingt sehr vielversprechend. Und danach kann ich mich nie wieder auf dem Festival blicken lassen, aber ist mir egal, machen wir jetzt trotzdem so. Und zwar ist das Spiel tatsächlich am 15. September 2022 erschienen, ist auch schon ein bisschen älter, aber es ist, glaube ich, immer noch sehr wertvoll hier. Ist gepublished worden von Funcom und der Entwickler ist hier The Outsiders. Fand ich interessant, ich habe nochmal gerade nachgeguckt, wofür waren die denn so verantwortlich. Unter anderem für das Horrorspiel Moons of Madness. Conan Exile, glaube ich, war der Name, dieses MMORPG. Und nochmal für ein neues Dune-Spiel, was wohl bald rauskommt. Da würde ich auch nochmal irgendwie reingucken, das würde mich auch nochmal interessieren. Aber ihr kennt das Ganze ja schon hier im Rahmen von Angezockt. Wir gehen erstmal hier kurz auf den Trailer und gucken uns den an. I tell you, it takes a lot of rage to stare across eight realms of hell. Bisschen lauter, ne? An ocean of demons into the eyes of the red judge and still think, I'm coming for you. Die Musik ist geil. Auf jeden. Mag die Armbrust jetzt schon. Bei den Pistolen glaube ich auch, das ist glaube ich cool. Oh, eine schöne Flinte hier gibt es auch. Hat ein bisschen was von Doom, muss ich sagen. Metal Hellsinger. Mit ganz vielen verschiedenen Musikern hier. Ja, interessant. Ich bin gespannt. Da würde ich sagen, wir gehen mal rein ins Spiel. Muss ich hier nochmal kurz umswitchen. Ist ja wie gesagt immer hier ein Uncut, wenn ich hier angezockt mache. Da wird nichts geschnitten. Was in der Aufnahme drin ist, ist dann auch drin. Und da kommt das Spiel auch schon. Eine Sekunde, ich switch kurz um. Da dürftet ihr das sehen. Nochmal kurz ein Epilepsie-Hinweis. Kann halt hier blinkende Lichter und so geben. Falls ihr da also irgendwie Schwierigkeiten habt damit oder so Probleme anfällig für seid. Ein bisschen aufpassen. Und ansonsten, wie gehabt, es ist jetzt nicht irgendwie bezahlt oder so hierfür, dass ich euch das hier zeige, sondern es ist einfach so, ich hab halt bei Steam geguckt, was gibt's denn so Schönes und hab dann einfach mal ein paar Demos rausgesucht. Also wie gehabt, ansonsten sage ich das natürlich extra, falls ich da irgendwelche Vorteile von ziehe oder so. So, da haben wir's. Metal Hellsinger. Ich habe übrigens meine Kette verloren, ne? Ich weiß nicht, wo die ist. Mein schönes Pentagramm hier, das kennen die meisten Zuschauer von mir. Jetzt mit so einem Kreuz rum. Ist verkehrt rum, ich weiß. Das ist eigentlich so, aber anderes Thema. So, wir gehen mal rein hier ins Spiel. Jetzt hier scheinbar auch so dieser Dämonenfutze hier mit sehr schönen Hörnchen. Ich habe keine schönen Hörnchen, ich habe schöne Öhrchen. Und dann gehen wir hier, glaube ich, mal rein in die Demo. Die Einstellungen waren, glaube ich, relativ selbsterklärend hier. Das Spiel ist ziemlich laut am Anfang. Ich habe es ein bisschen runtergeregelt. Damit euch hier nicht die Ohren wegfliegen. Aber ein bisschen lauter können wir es, glaube ich, gleich auch ein bisschen stellen hier. Ansonsten gibt es hier noch jede Menge Optionen, glaube ich, schon hier. Rahmenlos, das passt so alles. Grafikeinstellungen habe ich jetzt einfach mal so drin gelassen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Ich habe es noch nicht gestartet. Mittel und hoch, ich glaube, das wird erstmal passen. Ist ja erstmal nur für einen kleinen Eindruck. Und Steuerung, wie gehabt, quasi wie ein Shooter. Gut, dann gehen wir mal rein hier. Dann starten wir die Demo. Ich bin gespannt, was uns da erwartet und wie ich mich anstelle. Hier können wir noch die Helligkeit anpassen. Verwende A und D, um hier den
die Sachen hier zu bewegen, bis der Schädel nicht mehr erkennbar ist. Wie sieht denn der überhaupt aus hier? Und so sieht er aus. Ist ja kaum noch zu erkennen. Na, ich lasse es mal so einen kleinen Tacken heller für euch auf YouTube. Das wird ja meistens eben ein bisschen dunkler danach. Wir machen mal Fortsetzen. Audio und visuelle Kalibrierung. Ich würde einfach mal sagen, das überspringen wir gerade einfach mal ganz frech. Ich glaube, das dürfte funktionieren hier tatsächlich. Ich muss gleich mal gucken, wo ich hier mit der Kamera hin muss. Ich bin gerade ein bisschen zu groß, ne? Mach mich mal kleiner. Was ein kleiner Nachteil ist, wenn man rausgeht, ist automatisch kein Sound mehr da. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht so schlimm. So, da gehen wir rein hier. Don't know why I'm so happy remembering it. Her coming to get me and all, but I am. Da haben wir das Intro. Das sieht ja eklig aus. It's like a storm coming from far, far away. Ich sehe gerade hier, das Spiel ist ja gar nicht richtig drin. Was ist das denn hier? Ich hoffe, der hat jetzt nicht hier gleich das Intro über. Sprung hier, eine Sekunde, wo kann ich das hier machen? Ist angeblich angepasst ans Bild, aber ich sehe auch gerade hier, wir haben hier die schwarzen Balken drin, ne? Ich lasse es mal so. Okay, dann macht er weiter, das ist super. Der sieht böse aus. Aua. Die sind ja großartig, die Dämonen hier, die Untoten. Und da geht's rein hier. So, der huckelt ein bisschen hier. Ich glaube, jetzt funktioniert's, ne? Okay, die Balken sind jetzt auch weg, sehr gut. Ich glaube, Störche, ich glaube nicht, ne? Oh Gott, im Takt das hier treffen. Okay, den haben wir. Ganz schön zerfetzt hier. Oh, das sind noch mehr. Okay, ist ein bisschen Übung hier, ne? Gut, dass die fast nichts tun hier. Vier Angriffe im Takt ausführen. Ja, muss ich noch ein bisschen üben hier. Na? Oh Gott, mein Taktgefühl, ne? Ich habe kein Taktgefühl. Gib's offen und ehrlich zu. Okay, zweifache Serie. Ich glaube nicht, dass wir es jetzt schon hingekriegt haben hier. Bisschen Umgewöhnung. Da ist der nächste. Oh, komm her hier, Kollege. Kann ich auch blocken? Nee, das kann ich nicht. Okay, Taktgefühl muss ich nochmal üben hier. Ich merk's schon. Ich glaube, ich müsste mal ganz kurz hier die FPS, glaube ich, begrenzen. Das läuft mir gerade ein bisschen zu schnell. Kann man das hier? Wo ist eigentlich an, tatsächlich? Ach, hier ist die Begrenzung. Machen die mal hier auf die üblichen 60 bei mir. Dann geht's weiter. Leuchtende Gegner sind abgeschwächt. Schlachte sie ab, indem du im Takt die Maustaste anklickst. Ah, okay. Jetzt lassen die Lebensenergie fallen. Sehr gut. Wo bist du hin? Na, komm. Ah, auch im Takt. Muss ich ein bisschen üben hier. Uah, wo ist der Gegner? Aber ich merke auch gerade, die Mauseinstellung ist noch nicht ganz per gut hier. Muss ein bisschen weniger. Ich mach mal auf, weiß ich nicht, 15? Ist mir gerade ein bisschen sonst zu schnell hier. Na, einmal daneben. Jedes Mal. Jetzt. Ich habe echt kein Taktgefühl. Ich merke es gerade richtig. Das gerade mal ein bisschen üben hier.
Schöner Schädel. Guess it sounds like love at first sight, don't it? You see, the whole universe has a rhythm. Well, it's kind of my pulse. And when I'm with her, we sort of become one. Her music is my music. And my voice is her voice. Okay, das scheint kein Gegner zu sein. Das ist scheinbar unser Freund hier. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Oh, schnell weiter. Oh, gibt's viele Gegner. Patz heißt der hier, der Totenschädel. Der kann hier den Zorn aufrecht erhalten, okay. Ah, ich drück immer ein bisschen zu früh hier. Okay, man muss sich, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen, dann geht's. Zornanzeige ist oben, da sehen wir sie, die gelbe. Na, jetzt. Immer ein bisschen zu früh, merke ich gerade. Ich muss ein bisschen später klicken. Haut's, glaube ich, auch hin hier. Was haben wir hier? Maximalen Zorn. Zornverstärker. Da haut's auch richtig rein hier. Aber jetzt ist hier niemand mehr. Ach, da kommen welche. Ach, der hat auch Fernkampf. Okay. Und das Schwert in die Hand nehmen? Ja. Ich habe das. Den Totenschädel hier. Gut, dass die Gegner gerade so billos sind. Sonst wäre ich schon längst tot. Die Mucke kickt. Ich muss es, glaube ich, lauter machen. Ich muss das lauter machen. Nicht Hauptmenü. Okay, so langsam lerne ich's. Oh, da kommt noch mehr hier. Okay. Müssen wir alle Gegner töten? Wir kennen das ja. Okay, Tor's auf. Poor bastards. That's destiny for you. You can't unlock an anguish gate without breaking few monsters.
Da geht's jetzt runter. Hui. BMOV gibt's hier, okay. Da gibt's dann so die üblichen Tipps und so. Es erinnert mich gerade so ein bisschen an so ein Rhythmusspiel gepaart mit Doom, mit Darkwatch. Kennt das überhaupt noch jemand? Das war damals so ein Wild-West-Horror-Shooter, so nenne ich es jetzt mal. Wo man, glaube ich, so eine Art Cowboy, so einen untoten Cowboy gespielt hat, der auch gegen Dämonen gekämpft hat. Gab's damals für die PlayStation 2 tatsächlich, ist uralt. Aber vom Stil erinnert es mich auch so ein bisschen daran, von den Waffen und sowas. Vielleicht hat jetzt ein bisschen was von Doom. Wish I didn't. So, Musik muss noch lauter. Ich sag, das muss lauter hier. Wir machen es mal so. Weiter geht's. Cambion starts the murder parade. Nachladen, okay. Ich sterb gleich. Heilung. Wo muss ich lang? Ich sterb gleich. So many souls here makes a kind of electricity. Jetzt können wir weiter. Ah, ich kann auch so einen Doppelsprung machen, okay. Exorzismus. Ah, so eine super Attacke ist das. Nein, ich bin tot. Da haben sie uns gekriegt. Wiederauferstehung. Verlieren wir erstmal unsere Punkte. Was haben wir hier Schönes? Oh, zwei Pistolen.
Ja, sind das viele. Muss echt ein bisschen Takt warten. Du machst auch echt Laune. Sind das viele. Okay, das macht mega Laune, ich muss es sagen. Also bisher ist das echt cool. Man muss sich nur ein bisschen angewöhnen. Diesen Takt so. Die Pistole ist aber irgendwie einfacher. Ach, am Gesicht. Ist hier unten was drin? Oh. Hier kann man weiter. Der ist stark. Das ist schon so ein Zwischenboss hier. Oh, hier war doch irgendwo Heilung. Oh, da schießt jemand auf uns. Okay, die Musik kickt. Das haut echt schön rein. Es ist nur echt ein bisschen ungewöhnlich, hier mit diesem Takt zu schießen. Im Grunde muss man sich gleichzeitig auf den Gegner fixieren. So, wo bin ich erstens im Level? Wo ist der Gegner? Womit beschießt er mich? Womit greift er mich an?
Und schieße ich überhaupt richtig? Also treffe ich überhaupt, ne? Okay, soweit kann ich nicht fliegen. Was ist das hier? Also nur Loot. Punkte. Oh, da kommen sie. Mit den Pistolen ist es aber auch einfacher als mit der Schrotflinte, finde ich. Weil man damit so schön hin und her schießen kann. Wo muss ich lang? Keine Ahnung. Hier gibt es viel Heilung. Das heißt meistens Endboss. Ah, da ist einer. Runtergefallen. Das geht also auch. Ich bin nie aufgepasst. Oh, das grüne Viech hier wieder. Oh, der ist richtig stark. Weg, weg, weg. Oh, na. Ich hab Haare im Mund. Noch mehr von denen. Kommst du ja. Okay, es gibt ja auch wieder diese obligatorischen verschiedenen Gegnertypen. Ich hab keine Ahnung, was er da sagt. Ich schieß einfach nur. Wenn man, glaube ich, nicht so gut spielt und es auch ruhiger wird, dann wird die Musik auch echt ruhiger, ne? Ist interessant. Was brutzelt denn da so schön, ne? Endboss? Oh oh.
ist das denn hier? Heftiges Viech, ey. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so stark gerade. Gut, ist auch der erste Endboss. Und das ist die Demo. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch noch ein bisschen einfacher oder so ist. Oh nein, jetzt ruft er hier noch Gegner. Da hat er oben auch eine Lebensenergie. Schießt sie noch in die Kugel. Nee, nachladen. Nochmal Minions. Oh, ich komme gerade aus dem Takt. Oh, das grüne Ding ist hier. Das ist nicht gut. Das war ziemlich stark. Leiste wird immer geringer. Kriegen wir es gleich? Mal gucken. Ah, ich bin nicht ausgewichen. Oh nein, ich bin gleich sowas von tot. Bin ich mehr im Takt? Wir haben's. Puh. Interessanter Endboss. Ich weiß zum Teil gar nicht überhaupt, was abgeht. Man rennt da irgendwie so gefühlt nur durch, ziert, schießt und versucht im Takt zu bleiben. Das macht echt Laune. Was haben wir denn hier? Im Takt getroffen, 126.000 Punkte. Im Takt geblieben nur 63%. Aber ich glaube, am Anfang war es auch ziemlich schwierig. Ich glaube, am Anfang muss man auch so ein bisschen reinkommen. Und dann muss man noch gucken, wo welche Gegner sind dort. Und hier haben wir noch diese leuchtenden Elemente an der Seite. Und ich glaube, die muss man treffen. Dann werden die, glaube ich, noch auch schneller sterben. Dann Kills im Takt haben wir 140. Taktschlagserie, das längste war 12 immerhin. Dafür, dass ich gerade auch nicht der beste Shooter-Spieler bin, muss ich sagen, geht das noch. Tempo-Bonus 16 Minuten 32. Kopfschüsse ja, nur 19. Wie gesagt, bin ich nicht so gut. Abschlachtungen sollten wir öfter machen. Das ist, wenn die Gegner da ja kurz so K.O. sind. Und dann können wir die halt mit dem Schwert ja dann zerteilen. Da kriegen wir auch nochmal Heilung. Und es gab 14 Mehrfachkills. Und wir haben ganz schön viel Schaden erlitten. 106.100. Okay. Weiter, kommt da noch was oder ist das schon das Ende der Demo hier? Ich bin nicht ganz sicher. Hier noch eine Bestenliste. Wo bin ich denn? Auf Platz 8588. Okay, finde ich aber ganz okay, dafür, dass ich eh nicht so der größte Shooter-Spieler bin. Das ist, glaube ich, jetzt hier auch noch die weltweite. Also da gibt es also auch so einen Highscore zur Perfektionierung. Zusammenfassung haben wir schon. Ziegenbock ist, glaube ich, eigentlich die der Schwierigkeitsgrad. Und ich glaube, dann haben wir es schon, oder? Weltweite Top 10, was haben wir hier? Ah, Olympus, Ostyuki, Stein und noch ein paar andere Leute hier, alle möglichen. Die haben auch richtig großer Funkzahlen hier, 35 Millionen. Okay, aber ich glaube, das war's schon mit der Demo, ne?
Genau, Metal Hellsinger, vielen Dank fürs Spielen. Wir hoffen dir, dass dir unsere Demo von Metal Hellsinger gut gefallen hat. Die Komplettversion des Spiels kannst du unten kaufen. Hier geht's zum Shop. Da ist dann der Link zum Steam, denke ich mal. Und ja, ich muss sagen, interessantes Spiel. Erinnert mich halt, wie gesagt, sehr stark an Doom und ein bisschen so an Dark Watch. Auch so von der Machart her, wie das alles aussieht, wie das funktioniert. Ich habe mit diesem Rhythmus, das muss man ein bisschen lernen. Ich habe am Anfang ist man noch ein bisschen überfordert, wenn man es 2-3 Mal macht, geht es glaube ich richtig ab. Und ansonsten, wie gesagt, unterstützt die Entwickler, kauft das Spiel gerne bei Steam. Und ansonsten, let's rock und bis die nächsten Tage. Ciao, ciao.